Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Foundation. Wir sind wieder hier in Großplanken, wo es einfach immer wuseliger wird. Und zumindest ist in unserem Premium-Wohngebiet endlich mal jemand gelandet. Genauer gesagt, hier gibt es endlich mal ein Haus. Wir haben sich ja lang genug jetzt geziert, dahin zu ziehen, was ich irgendwie total bescheuert finde, weil wir haben den Platz ja eigentlich. Aber okay, man muss nicht alles verstehen, was diese Charaktere hier so tun. Und hier oben entsteht unser neues Industrieviertel, ganz in der Nähe von dem ganzen Eisenerz. Das leider hier nur oben auf dem Berg ist. Ich meine, ich hätte das auch hier unten irgendwo hingesetzt, aber das sind dann sonst zu lange Wege und das wird sonst einfach nichts. Insofern machen wir das mal ganz kreativ und intelligent. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Hier lassen wir nicht weiter Zeug abschlagen. Ich werde hier einfach nochmal das Wohngebiet etwas weiter ausweisen. So, hier guckt mal, ihr dürft da auch hin. Gut, hier dann halt nicht mehr. Sonst stören sich die Soldaten an den lauten Nachbarn oder so. Oder aber wir setzen hier noch ein bisschen Wohnhäuser hin. Ich meine, den Platz dafür haben wir jetzt. Ist ja nicht das Thema. Wenn ihr gerne hier leben möchtet, direkt neben der Kirche, Platz dafür haben wir jetzt. Und ich meine, unser Dorfanger wächst und gedeiht. Ich meine, er sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Wir können da mal wieder ein paar neue Kreuze hin tun, aber irgendwie stirbt hier auch keiner. Ich meine, das gehört einfach nicht zum Spiel. Also irgendwie eine Lebenssimulation, bei der dann Leute irgendwann mal nicht mehr da sind, ist, denke ich, hier nicht vorgesehen. Aber ich habe schon mal die News gelesen. Es soll hier wohl demnächst ein Wettersystem implementiert werden, wo dann auch mal Ernten schlecht werden können und so weiter. Also es können, das Essen wird in den Lagerhäusern verderben. Also Beeren und andere Rohstoffe lassen sich dann halt nicht auf ewig lagern, sondern man hat halt einen stetigen Abfluss durch entsprechende, naja, kaputtgehende Sachen und so weiter. Oh, das sieht doch cool aus hier. Oh, ich finde die Schmiede ja mal geil. Voll cool. Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die hier arbeiten. Haben wir denn eigentlich überhaupt Kühler? Haben wir Kühler? Ja, wir haben Kühler, okay. So, aber wir haben natürlich noch keine Schmelze. Was so ein bisschen blöd ist, oder? Schmiede? Was ist das hier? Ja, ich brauche erstmal diese Eisenblobs irgendwie, damit das hier was wird. So, bitte hier etwas mehr Motivation. Wir brauchen hier Leute, die arbeiten. Oh Mann. Und hier sind die Soldaten schon eifrig am Üben. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Leute, ihr schafft das. Ihr seid gut. Ihr seid supermäßige Megasoldaten. Und dadurch, dass der Brunnen jetzt hier steht, haben die Leute natürlich auch einen schnelleren Weg zum Wasser, das sie brauchen. Hoffe ich einfach mal, dass das jetzt halbwegs funktioniert. So, mal gucken, ob sich hier unten irgendjemand ansiedelt. Ich glaube noch nicht. Wir hatten aber auch noch nicht so wirklich das Bedürfnis danach. Und natürlich schwebt zuallererst das Dächle. Das ist echt so... Alter Schwede, Leute, wie schafft ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Ich glaube, reale Baumeister würden sich von eurem Wagemut hier gerne mal eine Scheibe abschneiden. Oh Mann, das ist echt so kaputt. Und unser Miniturm, der hat hier schon bald echte... Naja, ich weiß nicht. Ich glaube mal, der ist eher traurig, weil das hier irgendwie... Hauptgebäude? Kann ich das noch irgendwie ausbauen? Nee, kann ich nicht. Oder? Nee, kann ich nicht. Shit. Einmal gebaut und so bleibt er dann halt. Okay. Naja, ist okay. Kann ich mitleben. So, aber wir brauchen hier jetzt erstmal Leute, die hier arbeiten. So, 1 und 2. Female 1 und Female 724. Habe ich hier nur noch Frauen? Gibt es keine Männer mehr? Ist das jetzt hier irgendwie so ein Frauending? Ah, es gibt auch Männer. Male 1849. Ihr habt keine Namen mehr, Leute. Es tut mir so leid. Ich würde euch ja Namen geben, wenn ich das könnte. Moment, kann ich das vielleicht? Das finde ich ja irgendwie cool. So, guck mal, hier Female. Kann ich dich umbenennen? Kann ich dich irgendwie anders nennen? Die kann ich nicht. Arbeitsplatz anzeigen, Zuhause anzeigen, Dorfbewohner folgen. Aber ich kann sie nicht umbenennen. Schade. Also das ist echt doof. Ich würde ihnen ja andere Namen geben. Statt einer Nummer. Vielleicht haben das jetzt hier die Finanzbeamten irgendwie so eingeführt.
leichtere Volkszählung, wenn die Leute Nummern haben statt Namen. Keine Ahnung. Kennt ihr das? Und es begab sich zu jener Zeit, da König Herodes in Jerusalem eine Volkszählung haben. Na? Nein, machen wir jetzt nicht. Wir haben hier ja auch kein Jesus und nichts. Es wäre jetzt auch schwierig, hier eine Krippe zu finden. Ah, das Wohnhaus wird jetzt schon mal ein bisschen weiter gewerkelt. Das ist schon mal schön. Hier stehen jetzt zwei Leute mitten im Haus drin und warten darauf, dass ein Baumeister Zeit... noch ein Haus. Geil. Okay, es wird langsam zum Wohngebiet. Das ist schön. Und wir haben hier eine Ecke drumherum. Das ist doch schön. Ah, endlich wird das hier was. Darauf habe ich echt gewartet. So, mal gucken. Ich könnte ja eigentlich hier noch so eine Hecke außenrum machen, damit hier niemand runterstürzt. Gucken wir mal, ob das geht. Also bergauf mit der Hecke. Ja, geht eigentlich. Also diese Hecken sind sehr praktisch, glaube ich. Kosten die irgendwie Geld? Ich glaube nicht. So, haben wir hier nochmal eine Hecke? So. Da sieht das hier auch schon wieder besser aus. So. Und dann stellen wir hier noch ein paar Bäumchen hin, sonst ist das nämlich sehr hässlich hier. So, mal gucken. Wie viel kostet mich denn so eine Zypresse? 10 Gold? Uiuiui. Ganz schön teurer Spaß hier. Aber ich glaube mal, das können wir uns gerade noch so leisten. Ist das hier auch ein bisschen hübscher. Nur diese eckigen Hecken sind halt einfach nicht ganz so der Burner. Also ich würde mir schon wünschen, dass die einfach ein bisschen schöner werden. Aber vielleicht kommt das ja noch. So. Oh, das erste Wohnhaus steht. Das ist schön. Bewohnt von Female 261 und Male 1849. Das ist bestimmt eine sehr glückliche Ehe. Sie dürfen sich nur zahlenmäßig nicht verwechseln oder verheddern. Und wenn die mal Kinder haben, wird dann addiert? Wer weiß. Oh mein Gott. Das sind wieder so Überlegungen. Das ist schon schlimm. Ich gebe es zu, liebe Leute. Ich gebe es zu. Meine Fantasie ist, was solche Dinge angeht, irgendwie ziemlich kaputt. Was kann ich denn hier bauen? Schwerter? Nee, Werkzeuge. Oh, ich stelle meine Werkzeuge selbst her. Oh, das ist cool. Da freut man sich natürlich. Und hier diese Eisenschmelze, die sieht natürlich auch sehr geil aus. Hier so siedendes, nicht animiertes Eisen. Ach bitte Leute, macht hier noch irgendwas, damit das nicht so lahmarschig aussieht. Ich glaube, das wäre auf Dauer ein bisschen sehr traurig. So, Köhlerei, wie schaut's? Kriegen wir hier irgendwie, na, so ein bisschen... Hier kriegen wir aber auch nichts Neues, das ist ein bisschen kacke. Kein Dorfbewohner verfügbar. Hier will wohl keiner wohnen. Ist zu weit weg. Wir haben hier doch eigentlich Holz. Wo ist das Problem? Ihr müsst euch das dann holen. Oder ist es hier schon voll? Oh ja, hier ist voll. Ah, okay. Ihr müsstet euch eigentlich nur die Kohle holen. Funktionieren die denn richtig? Ach, na klar. Die wohnt da, die wartet darauf, dass hier... Der Baumeister kommt und die Bude baut. Ah. Kann man natürlich nicht arbeiten. Nicht, dass irgendjemand den tollen Bauplatz klaut. Das verstehe ich natürlich. Das verstehe ich sehr gut. Ja, Leute, ne, das ist halt schon schwierig, wenn man in so guter Lage hier wohnen will. Da muss man sehr gut drauf aufpassen, dass die Bude nicht verloren geht. Ah. Nee, doch, das gefällt mir hier. Oh, das sieht richtig gut aus so. Ja, ja. Nur das Fenster, das jetzt hier auf Höhe vom Gras ist, schränkt wahrscheinlich so ein bisschen ein, dass man sieht, was draußen so vor sich geht. Aber wir wollen ja jetzt mal nicht zu anspruchsvoll sein. So, wird hier irgendwas geschmolzen? Passiert hier irgendwas? Female, irgendwas? Wo bist du denn? Gehst jetzt erstmal nach Hause. Wie wär's, wenn du arbeiten gehen würdest? Du hast gerade frei. Ja, das Leben hätte ich auch gern mal. Okay. Dann halt nicht, Leute. Dann halt nicht. Aber ich fürchte mal, ich werde in absehbarer
Zeit hier oben nochmal irgendwie einen Markt bauen müssen. Sonst wird das für mich hier nix. Okay, hier haben wir neun. Ah, neun Platz. Das ist schön. Haben wir hier noch... Brauchen wir noch jemanden? Ja, hier eigentlich. Ah, wir haben mal ein Mail mit einer Nummer. Oh Mann, das ist so deprimierend. Das ist irgendwie voll deprimierend. So. Oh, na toll. Und das hier funktioniert natürlich nicht. Das geht hier nicht bis zum Boden. Also es ist echt ein bisschen schade, dass so diese ganzen Dinge irgendwie nicht so recht für hügeliges Gebäude, Gelände irgendwie angelegt sind. Das ist ein bisschen... Ja. Schwebt jetzt halt so ein bisschen. Aber okay, gut, müssen wir halt durch. Zumindest kriegen wir hier unser Wohngebiet baubefreit. Ja, das ist doch schön hier. Bald keine Bäume mehr. Oh, den wollen wir eigentlich hier nicht. Ach, ich glaube, den Baum können wir auch stehen lassen. Der ist schick. So. So, okay. Gucken wir mal, ob hier vielleicht noch ein paar mehr Leute hinziehen. Das wäre natürlich cool. Hier unten läuft das ja schon mal einigermaßen. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier irgendwie einen Bauplatz für eine Kirche hinkriege. Oder muss ich hier erstmal wieder einen Markt hinsetzen? Ich fürchte, hier muss ich einen Markt bauen, damit hier auch Leute hinziehen. Ich glaube mal, das Camp hier sollte ich vielleicht verlegen. So hier nach hinten, sonst haben die nämlich so ganz furchtbar lange Wege. So, das hier ist nicht so gut. Ich gucke jetzt mal, was ich hier noch bauen kann. Ah, wo ist denn hier die Kirche? Da ist die Kirche. Was kann ich hier Cooles machen? Hauptgebäude. Okay, wie groß wird das? Okay. Stein, Rot oder Blau? Was nehmen wir denn hier Cooles? Ich weiß nicht, aber ich glaube mal so Rot ist irgendwie ein bisschen cooler, hä? Oder Blau? Ich weiß nicht, ich nehme mal Blau. Blau ist eine gute Farbe. Okay. Oder ich setze das hier hin. Und am Schluss können dann die ganzen Leute sich drumherum gruppieren. Weil ich meine, wir haben ja außenrum noch Platz. Dann sind die Wege jetzt erstmal nicht ganz so weit. So, Erweiterung A. Oder kann ich hier gleich mal so ein dranklippendes weiteres Hauptgebäude hinsetzen? Nach hinten vielleicht? So. Geht das? Ha. Sieht jetzt eher so ein bisschen aus wie ein Kloster von Lhasa oder so, aber egal. Ein Bogen. Ah, okay. Tür, Wasserspeier, Buntglas. Kreuz. Ah, Kreuz muss ich hier oben hinpacken. Okay. Runder Turm. Oh, das ist cool. Runder Turm. Kann ich den hier oben? Hm. Also so ein bisschen wie die mittelalterlichen Kirchen oder was? Ha. So, gucken wir doch mal. Kann ich den... Oh, ja, den kann ich nach oben ziehen. Wow, das ist mein Megaturm hier. Wow. Wer kann sich das denn leisten? So eine Megakirche? Ha. Oder ich mach das tatsächlich so. Eine längliche Kirche. Mit einem Kreuz. Ja, Kreuz hier oben drauf. Das ist eine gute Sache. Oh mein Gott. Das Ding hat schon 42 Prunk. Okay. Also zumindest werde ich kein Problem damit haben, die Voraussetzungen hier zu füllen. Ich meine, wir haben ja schon 20 Prunk. Okay. Mal schauen. Wie mache ich denn das jetzt hier am besten? Vielleicht kann ich das Ding hier auch einfach entfernen. Geht das? Ha, geht das nicht? Löschen? Ah, okay, warte. Ich will eigentlich nur ein Hauptgebäude. Wie viel Punkt bringt das denn? 10. Okay, und der Turm bringt 5, je nachdem wie hoch man ihn macht. Okay. Ich glaube, ich setze dann einfach mal hier so diese Kirche hin. Mit
einen dicken Turm. Das bringt ja jetzt nichts, hier irgendwie ein Megateil zu basteln. Und dann habe ich am Ende irgendwie ein Mega-Gebäude und es passt halt keiner rein. Wie viel passen denn jetzt hier eigentlich rein? Steht das hier? Anzahl 23. Ah, okay. Erweiterung A. Was bringt die? Ah, okay. Ich kann hier Erweiterungen bauen. Okay, Erweiterung B. Wie sieht die aus? Mal schauen. Oh, das ist geil. Ich kann hier Endstücke hinsetzen. Oh, das ist ja mal geil. Das finde ich ja, ne, super mäßig. Check und so. Kann ich das hier anbauen? Ich kann das sogar hier so reinschieben. Ja, ist das mal die Möglichkeit. Ah, hahaha, okay. Nice. Da freut man sich doch als jemand, der gerne baut. Kann ich dann hier so ein... Oh, man kann hier so einen Bogen bauen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch so ein Gebäude basteln, wo man dann einen Innenhof hat oder so. Oh, alter Schwede, das ist ja mal ultra. Okay, und Wasserspeier könnte ich hier auch aufs Dach setzen. Haha, wie geil. Buntglas. Was mache ich hiermit? Oh, leck. Okay. Das ist doch mal nett hier. Ah. Okay, also es ist, man könnte hier schon sehr, sehr punktmäßig bauen. Ist das geil. Okay. Allerdings. Kann ich das jetzt ein Stückchen höher rücken? Ja, oh, das geht sogar. Damit das hier perfekt zueinander passt. Ist das der Hammer? Das ist doch mal. Okay. Jetzt habt ihr mich hier wieder bei was erwischt, ne? Das ist schon schlimm. Ich stehe auf so Scheiß. So, warte mal. Das docken wir mal hier dran. Das brauchen wir nämlich hier noch. So, mal gucken, ob wir hier jetzt unser Traumkloster hinkriegen. Oh, Alter. Okay. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viel das braucht. So Steine hätten wir ja genügend. Nur die ganzen, wow, die ganzen Werkzeuge, das wird ein Albtraum. Egal. Wir sind nicht hier, um sinnvoll zu bauen, sondern um cool zu bauen. So, Tür. Wo ist denn hier der Eingang für das gute Ding hier? So, hier geht's rein. Geil. Okay. Wo machen wir denn jetzt hier so einen Bogen hin? Okay, können wir den hier irgendwie noch hochziehen? Ja, oh, das ist so geil. Das ist so richtig geil. Alter Schwede, ich bin da jetzt gerade voll der Fan von. Ist das die Möglichkeit? So, bauen wir hier noch einen hin? Passt der hier? Ja, und ich kann ihn auch hochziehen. Ah, yes. Ja, ich kann ihn so lassen. Oh, das ist fast perfekt. So, und das Ding hier ziehe ich noch ein ganz klein bisschen nach oben. Nee, dann sieht's scheiße aus. Okay. Oh Gott. Nein, das sieht... Oh, das geht so nicht. Nee, schade. Ah, fuck. Entschuldigung. Ah, okay. Das könnten wir vielleicht noch hier so hochziehen. Ja. Das ist doch mal hier was. Und wir könnten hier natürlich noch eine zweite Tür hinsetzen. So hier außen. Damit die Gläubigen auch wissen, wo man reingeht. Ah, oh Mann. Das ist ja mal richtig cool irgendwie. Also, ich muss ja sagen, dieses Dock-System, das gefällt mir sehr gut. Damit kann man so viel Blödsinn machen. Nee, also da passt das nicht hin. Hier vielleicht?
Nee, direkt unter das Fenster ist halt auch so ein bisschen Mist. So, hier. Oh ja, upa. Nee, das dockt mal jetzt nicht ab. Oh, alter Schwede, ich brauche 132, ach du Scheiße. Hohoho, das wird noch sehr lustig hier. Also, wollen wir diese Mega-Monastery hier bauen? Sagt ihr ja dazu? Natürlich sagt ihr ja dazu. Ihr sagt immer ja zu sowas. Vor allem, wenn ich irgendwelchen Blödsinn mache. So, und hier könnte nochmal ein Prunk hinpassen. Ja. Geilo. Damit auch wirklich jeder sieht, so hier, wir haben eine mega fette Riesenkirche. Oh ja, man sieht die sogar halb über den Berg. Ja. Bau beginnen. Oh Gott. Oh Gott. Das wird so finster, wenn wir das hier fertig bauen. Oh Gott. Hilfe. Ja, ihr wolltet, dass ich eine Kirche baue. Jetzt baue ich eine Kirche. So, das habt ihr davon, liebes Spiel. Scheiße. Okay, mal schauen, was hier so passiert ist bisher. Passiert hier überhaupt was? Ha. Also irgendwie läuft das hier nicht so richtig. Ha. Oder sehe ich das einfach nicht richtig? Ich weiß es nicht. So, hier könnten wir eigentlich noch ein paar Werkzeuge reintun. Kann ich überhaupt Waffen produzieren? Ich glaube nicht. Ich lasse mich jetzt einfach mal positiv überraschen. Es wäre natürlich schön, wenn das hier irgendwie funktionieren würde, weil das ist jetzt alles nicht so der Burner. Ich meine, die Leute arbeiten hier, aber offensichtlich arbeiten die nicht groß. Macht ihr hier überhaupt irgendwas? Eisenschmelzer? Schmelzt ihr irgendwie Eisen? Versucht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ist die ganze Zeit nicht hier in der Arbeit. Was fehlt dir denn hier? Waren. Du brauchst Klamotten. Okay. Und Fische. Okay, Fische hast du jetzt. Nee, Beeren. Okay. Na gut, das gucke ich mir jetzt beim nächsten Mal an. Ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.